Fußball prägt mich seit meiner Kindheit. Ich habe jahrelang selber in NLZs gespielt, unter anderem bei Mainz 05 und bei Darmstadt 98. Ich weiß, dass die Erfahrung bei mir da ist, deshalb können die Jungs mir nichts vormachen. Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine besondere Edition, die wir auch schon mal gedreht haben und ihr extrem gefeiert habt. Wir drehen heute nämlich die Länderspieledition. Alle Jungs hinter mir erzählen, dass sie Nationalspieler sind. Nur einer sagt die Wahrheit. Und heute, wie gesagt, eine Jury, wo viele drauf gewartet haben. Ich habe es in unzähligen Kommentaren gelesen, deshalb freue ich mich jetzt auf die Juryvorstellung. Mein Name ist Dia, Fußball-Content-Creator. Und hier habe ich einen Mann, der auch früher mal Fußball gespielt hat. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Mero, ich mache Musik, ich bin Künstler. Ich habe selber früher Fußball gespielt bei Darmstadt 98 und bei Mainz 05 und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Was geht, Freunde? Ich bin der Enno, ich bin auch Musiker, ich bin ein sehr großer Fußballfan. Selber auch gespielt, Amateur. Das war's. Kevin Reuter, Spielerberater bei 110 Sportmanagement, kennt mich aus einigen Folgen und ihr wisst, wenn der Spielerberater redet, sind wir alle leise. Wenn Berater redet. Das war der Spruch des Jahres, der Berater redet und alle leise. Mero, Bruder, NLZ hast du gezockt, ne? Ja, ich habe 4 Jahre NLZ gespielt, ein Jahr bei Mainz 05 und 3 Jahre bei Darmstadt 98. Was war Mainz? U14, Mainz 05 und dann ja, ab U15 bei Darmstadt 98, 3 Jahre lang. Krass, und dann? 4 Jahre NLZ. Kein Bock mehr auf Fußball gehabt, lieber Rapper geworden? Nee, also Bock geworden. Hatte schon, aber mein letztes Jahr war ich ein Jahr komplett verletzt, schon operiert und so. Dann natürlich hat auch die Lust so gefehlt, hat Musik angefangen, Handyvideos, dies und das. Dachte ich mir, okay, ich schau mit Fußball auf, ich fange mit Musik an, komplett so, 100%. Okay. Ja, Bro. Enno, so. Bruder. Ja, Bruder, jetzt. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage länger. Ja. Fußballfan, sag mal, welcher Lieblingsclub? Das interessiert mich mal. Ich bin Fenerbahce-Fan. Oh, ja. Da freut sich der neben mir hier nicht. Und in Deutschland bin ich ein riesen BVB-Fan. Ich freue mich extrem auf die Spielervorstellung jetzt. Mein Name ist Emre, ich bin 21 Jahre alt, ich bin rechter und linker Außenverteidiger und ich spiele für die U21-Nationalmannschaft von Luxemburg. Mein Name ist David Osei-Bonsu, ich spiele für die U20 von Ghana, bin 17 Jahre alt und spiele auf der linken Bahn, rechte Bahn. Ja. Mein Name ist Gerkem, ich bin 19 Jahre alt und ich spiele im zentralen Mittelfeld, eigentlich überall. Und ich spiele für die Türkei in der U21. Mein Name ist Martin, ich bin 22, Innenverteidiger als Position und slowakischer Nationalspieler. Mein Name ist Donat, ich bin 17 Jahre alt, ich spiele im Zentrum 6er, 8er, 10er und für die Kosovo U17 Nationalmannschaft. Mein Name ist Irfan, ich bin 20 Jahre alt, spiele auf der 10 und auf der 8 und spiele für die bosnische Nationalmannschaft U21. Mein Name ist Erjon, ich bin 16 Jahre alt, spiele als Außenspieler und in der U17 von Deutschland. Freunde, ich glaube, der ein oder andere sitzt von euch gerade vor dem Rechner und schaut eine Folge Find the Pro. Ich erkläre euch aber jetzt, warum Opera für euch der beste Browser ist. Opera hat ein Tool, welches Aria heißt. So könnt ihr eigentlich alle Fragen, die ihr habt, relativ einfach beantworten. Ich gebe jetzt mal hier ein, nenn mir bitte 3 Fußballspieler. Und schon spuckt mir das Programm 3 Fußballspieler mit allen relevanten Infos aus. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar. Außerdem bietet Opera noch 2 andere coole Sachen. Einmal ist das ein Adblocker, wo ihr den einmal kurz aktiviert und schon werbefrei Sachen gucken könnt. Und einmal den VPN, den ihr einfach hier anklicken könnt und schon privat surfen könnt.
Ich persönlich nutze Opera super gerne, weil ich ja auch, muss man schon zugeben, in ein gewisses Alter gekommen bin, wo ich nicht jeden Jugendbegriff verstehe. So gebe ich das einfach ins AI-Tool ein und habe die Begriffserklärung relativ zeitnah bei mir. Opera nutzen und Find the Pro genießen. Und jetzt geht's weiter im Video. So Jungs, jetzt haben wir die Spieler alle, ja, haben wir alle aufgeschrieben. Erster optischer Eindruck machen wir. Wer gefällt euch optisch rein richtig gut? Na, wer sieht nach Fußball aus? Ey, wir haben gerade darüber geredet, die sehen wirklich alle optisch sehr stabil aus. Mashallah, kranke Waden und so auf jeden Fall. wenn du mich jetzt fragst, wer mir am meisten gefällt, so optisch? Bruder, wie gesagt, alle, aber der Broski da hinten sieht auf jeden Fall stark aus. Der Irfan? Ich kann mir... Irfan heißt, ist das. Heißt du Irfan, Bruder? Ja. Heißt er Irfan? Der Görkem? Görkem. Sieht auch stabil stark aus. Alle, ne? Sehen stabil aus. Görkem, U21 Türkei. Da hat mich schon jemanden dabei. Enno, Bruder, dein optischer Eindruck. Bruder, ich bin mir schon 1 Million% sicher. Görkem ist auf jeden Fall der Nationalspieler. U21 Türkei? Ja. Bruder, wenn der Call schon richtig ist, er lächelt auch schon, er freut sich richtig. Ja, die Jungs haben natürlich auch gerade mal hoch ins Regal gegriffen. Also DFB, U17, Türkei, U21, das ist schon enorme Qualität. Ja, mir gefällt Emre sehr, sehr gut, hat eine sehr athletische Figur. Luxemburg, U21 oder U20. Ne, U21 halte ich auch für sehr realistisch. Ja, so, bin mal gespannt, wenn es an den Ball geht, was die Jungs abliefern, weil das am Ende was zu bewerten gibt. 100%. Ich würde auf jeden Fall, mein Call wäre auch, aber Martin hat sehr extrem hochgegriffen, ne? Er sieht schon absolut nach Herrenfußballer aus, aber Slowakei, ja, Herren-Nationalspieler müsste es dann quasi gegen Deutschland not so ready sein, ne? Ja, ja. Das ist schon krass. Aber ich freue mich drauf. Deshalb nicht lang fackeln, heute direkt erste Challenge, Powershot. Dann kannst du gerne starten. Wir laufen dann mit Tempo, also alles mit Tempo jetzt, ne? Der ist raus. Er ist mit dem schwachen Fuß angefangen. Der Junge hat auf jeden Fall Speed. Der ist safe raus, Bruder. Tempo hat er auf jeden Fall gut. Bruder. Also wenn wir hier aus Spaß spielen, 5 gegen 5, Walla, ich würde dir nicht wählen in meine Mannschaft. Guck mal, guck doch mal, Bruder. Walla, der hat nichts mit Fußball zu tun, Bruder. Also sein Linker ist auf jeden Fall schwach, das ist ein schwacher Fuß. Bruder, der hat gar nicht getroffen. Ja. Gar nicht getroffen. Ich bin aber wirklich echt sehr enttäuscht jetzt von ihm. Bruder, ich sag dir ehrlich. Ich auch, Bruder. Bruder, ich sag dir ehrlich, der Emre hat mit Fußball nichts zu tun. Der verarscht uns gleich. Der sagt einfach, ja, ich spiele PlayStation zu Hause, ich mag Twitch-Streamer. Dave. Ghana U20, wenn du ready bist, gerne. Guck mal. Weißt du, ja, was ich ja habe, Bruder, der ist schon auf jeden Fall Regionalliga-Minimum. Weißt du, nein, allein wie der schon hinläuft, Bruder, das sieht doch schon ja, mal. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht, ob er jetzt Rechtsfuß ist oder Linksfuß. Beide sind irgendwie stark. Ja, das weiß man nicht. Ja, aber der ist, okay, der ist ja, Linksfuß. Links, links, der ist Linksfuß, sobald. Links. Links. Oh ja. Okay, der wissen. Der erste Schuss war auf jeden Fall. Okay. Treffen, Jungs, ja? Treffen, Jungs. Ja, ist okay. Görkem, der nächste. Okay. Gerne, Görkem. Auf dich sind wir gespannt. Aber schon direkt Druck hinter. Da ist schon direkt was hinter. Guck mal, jetzt linke sitzt auch. Ja, Bruder, der hat Power. Der ist rechts, glaube ich. Der ist rechts, der hat aber Power. Guck jetzt. Aber eine gute Schusstechnik, der ne? Der hat eine richtig gute Schusstechnik, Bruder. Schauen wir jetzt vor auf Großtore. Sanki, der Torwart ist auch. Der hält einfach alles, der Torwart. Noch kein Tor. Der Torwart ist krass, Mann. Für mich das erste Tor. Boah, schön. Ja, der war stark. War der drin? Das war der erste. Ja. Erstes Hörchen hier heute. Danke, Görkem. Martin, Innenverteidiger. Boah, oh, Junge. Das war schon ein Statement, direkt der erste. Allerdings ist es okay. Schwer. So, der erste Schuss war schon gut, aber man sieht irgendwie ein bisschen, dass er... Ah, das war eklig. Leg den ruhig dahin, genau. Mach noch den letzten, der letzte. Innenverteidiger macht schon Sinn bei dir. Macht schon Sinn, ja. Ja, der ist nicht schlecht, Bruder. Nicht schlecht, ist okay, ja. Nicht schlecht, ja. Okay, Donat, gerne. Wenn du ready bist, U17 Kosovo. Boah, Junge. Das war ein krasses Schuss, Alter. Linksfuß, der ist Linksfuß. Mein Fall, Bruder, ich bin auch Linksfuß. Deswegen, ey, der hat einen starken Linken, Bro. Der hat einen starken Linken. Aber der ist gut, Junge. Der ist echt gut.
Sein Linker ist wirklich gut. Kosovo. Kosovo U17, Nationalmannschaft. 10er, 6er? Zentrales Mittelfeld, ne? Habe ich auch geschrieben. Der ist also wert mich irgendwie. Okay, Irfan. Gerne. Schön. Guck mal, was er, wenn er, bevor er schießt, macht er so eine ganz komische seitliche Bewegung. Also ist irgendwie zu locker drauf. Den macht er gut. Aber guck mal, rechter Schuss jetzt. Sein Rechter ist böse auf Bonchance. Gut, Keeper. Also ich sag dir eigentlich dafür, dass er ein Zehner ist. Dafür, dass er ein Zehner ist, finde ich. Der hat die meisten Tore gemacht. Ja, okay, der hat die Tore gemacht, aber schon seine Technik für ein Zehner ist. Fand ich auch. Ich fand ihn auch trotz Tore fand ich. Seine Technik und hier steht Zehner, Bro. Und Zehner muss man schon ein Techniker sein. Wie kommt der rein? Der hat einfach Werbung kaputt geschossen. Der ist krass, der Junge. Der ist gut, aber Power da, weißt du, mit Dynamik. Ja. Da waren ein, zwei Spieler, die... Bruder, der ist beidfüßig auch stark, ne? Bruder, der hat auf jeden Fall Power, aber wie wir eben gerade... Jawohl, genau so Bälle wegkloppen. Einer hinlegen. Wie wir eben gerade gesagt haben, weißt du, wie man schon rumläuft, wie man dann so ein Fußballer hat, diese Aura und so. Mach in Ruhe, genau. Den machst du in Ruhe. War okay, Bruder. Dankeschön, Jungs. Freunde haben die erste Challenge gesehen. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Zwei rauswählen. Kev, willst du anfangen? Ja, kann ich machen, gerne. Ist heute eine sehr schwierige Entscheidung. Ja, also ich glaube, mein erster Pick ist eher überraschend für euch, aber weil schon sehr, sehr hoch ins Regal gegriffen. Also Slowakei, A-Nationalmannschaft ist brutal. Also das war schon ordentlich vom Schießen her, aber wir reden hier von A-Nationalmannschaft, ja, das ist schon eine andere Hausnummer. Das spielst du gegen, wenn du Deutschland spielst, Kimmich, Goretzka, Portugal, ja, Cristiano Ronaldo, das sind schon richtige Bretter. Du spielst EM-Quali, WM-Quali. Deswegen ist mein erster Call Martin und mein zweiter Call wäre Irfan, weil mir das dann fußballerisch als 8er, 10er nicht ganz so flüssig gewesen ist. Da hätte ich jetzt mehr erwartet. Bruder, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich genau dazu sagen kann. Ist auf jeden Fall, Emre ist mir bei den Schüssen sehr negativ aufgefallen. Das hat mir nicht so gefallen. Auch die Art und Weise, wie er zum Ball gelaufen ist und so. Bei Profis, man spürt so eine gewisse Aura. Und das hat mir bei ihm sehr gefehlt. Und als zweites würde ich mit Irfan mitgehen, weil als für einen Achter und für einen Zehner die Technik hat für mich auch nicht so sehr gepasst. Ich stimme dem Enno auch zu. Ich hätte von Irfan mehr erwartet, weil hier steht Zehner und als Zehner, wie gesagt, merkt man schon so die Technik und die habe ich bei dir nicht gemerkt, Bro. Und Emre, seine Schüsse haben mir eigentlich auch nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Bist zwar Außenverteidiger, aber trotzdem, die Schüsse fand ich gar nicht stark. Deswegen würde ich Emre und Irfan sagen. Oh ja, jetzt liegt es an mir. Ich würde Emre gerne noch einmal weitersehen wollen, weil ich glaube, du bist genauso erschrocken wie wir auch, wie du gerade geschossen hast. Also, du bist Außenverteidiger. Ich habe selber Außenverteidiger gespielt. Aber trotzdem habe ich ein bisschen Ablauf. Das war jetzt auch stressig für dich, ne? Verstehe ich alles. Ich würde Irfan auf jeden Fall für mich auch rauswählen, weil 10er, Bosnien U21, da erwarte ich ein bisschen mehr. Es war okay, aber es war nicht außergewöhnlich gut, ne, als 10er. Und ich würde dann meinen Bruder Martin wählen, weil ich da mit Kevin gehe. Ich finde da das ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich mache das auch nur aus einem Grund, um euch beide jetzt im Stechen zu sehen. Deshalb könnt ihr beide jetzt ins 1 gegen 1 mal gehen, ja? Emre, jetzt oder nie, mein Freund? Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Beide sind Verteidiger, mal gucken. Ah, beide Verteidiger. Beide Verteidiger. Außenverteidiger, Innenverteidiger, oder? Ja. Boah, das macht er schön. Boah, das hat er schön gemacht. Das hat er wirklich schön gemacht. Das hat sich gut durchgesetzt, ja? Aber muss auch sein, bei seiner Größe, bei seinem Körper muss man auf jeden Fall seinen Körper gut einsetzen. Ja, hat klar. Auf jeden Fall gemacht. Wie hat Emre verteidigt, Kev? Was sagst du? Er hat es eigentlich gar nicht schlecht gemacht, er oder? Er hat es gar nicht schlecht gemacht, ja. Aber dann hat er die falsche Seite angeboten. Ja. Ja, macht er auch gut, Martin, muss man sagen. Da bin ich mal jetzt gespannt. Oh, schwacher Ball, ey. Schwacher Ball wird angenommen. Eigentlich gut gemacht. Gut gemacht mit Tempo. Eine Mach mal bitte noch eine Aktion jeder, ja? Tausch noch einmal schnell durch. Beschleunigt mit Tempo. Eine Finte reicht aus bei sowas. Eins gegen eins, eine Finte und Schuss. Der Ball ist gut. Hat wieder gut angenommen. Gut angenommen.
Guter Ball. Komm, frisst ihn auf. Gut. Eins musst du auch sagen, ne? Er weiß ganz genau, dass er nach rechts will. Ja. Und biet ihm das nicht an. Bro, sein. Boah, schöner Ball. Schöner. Schön angenommen. Ja, okay. So, Freunde, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal das Stechen gesehen. Danke, Emre, und danke, Martin. Entscheidung, ich finde, Emre, du hast es echt nicht schlecht verteidigt. Aber Martin hat es zum Teil richtig gut sogar verteidigt und auch stark angegriffen. Bei dir war es sehr ausrechenbar, wo du hin wolltest. Und wenn man das Stechen jetzt nur gesehen hat, bist trotzdem ein guter Fußballer, würde ich mit Martin gehen. Eine Runde weiter und Emre und Irfan dann raus. Ich würde auch mit Martin gehen. Ich finde, er hat seinen Körper, seine Statur hat er sehr gut ausgenutzt, hat sehr gut verteidigt. Und 1 gegen 1 offensiv warst du auch sehr gut, Bruder. Eine Finte und direkt reingeballert. Deswegen würde ich mit Martin weitergehen. Ich bin auch wegen Slowakei Nationalmannschaft. Ich habe noch kein Spiel. Also ich wurde nur hochgezogen und während der EM-Quali habe ich kein Spiel bekommen. Aber die haben mir gesagt, dass ich im März die Testspiele dann Einsatzzeit bekommen. Gegen welche Mannschaft macht ihr eure Testspiele denn? Nochmal? Gegen welche Länder macht ihr eure Testspiele im März? Österreich ist das erste, am 23.03. Ja. Und die anderen sind, glaube ich, erst im April. Aber da habe ich jetzt noch nicht auf den Plan geschaut. Oktober kam ich rein, also haben sie mich berufen zur Nationalmannschaft. Dann hatten wir das erste Spiel gegen Portugal. Ja. Dann haben wir auch 3-2 verloren. Warst du im Kader? Ich war dabei, ja. Das war in Porto. Kein Einsatz aber, ne? Ich habe keinen Einsatz bekommen in den 4 EM-Quali-Spielen, wo waren letztes Jahr. Haben die dir gesagt, wieso du keinen Einsatz bekommen hast? Nochmal? Haben die dir gesagt, wieso du keinen Einsatz bekommen hast? An ja. Was hat es gescheitert? Weil ich aktuell in der Regionalliga spiele, zwar erster Platz bei Stuttgarter Kickers, aber wir wahrscheinlich aufsteigen werden. Und wenn meine Leistung passt, werde ich schon meine Einsatzzeit bekommen. Stuttgarter Kickers ist Regionalliga, ne? Erster, glaube ich. Südwest, ja. Ja. Aber dann war Ronaldo dabei, als ihr gegen Portugal gespielt habt? Ja, er hat 2 Tore geschossen. Ein Elfmeter und ein reingeschoben. Hast du noch ein Foto machen können mit CR7? Ich wollte, aber direkt danach in die Kabine, wir waren nicht zufrieden mit unserer Leistung. Der hat 2 Tore gemacht und war nicht zufrieden mit seiner Leistung? Wir. Ach so. Deswegen haben wir kein Foto machen dürfen. Ach so, okay, alles klar. Enno, deine Entscheidung. Also ich würde eigentlich bei euch beiden mitgehen. Ich bin auch derselben Meinung. Obwohl der Emre mir jetzt in Bewegung auch mehr gefallen hat, als nur auf das Tor zu schießen. Aber da fand ich auf jeden Fall Martin qualitativ auf jeden Fall weiter, sehr weit da vorne. Deswegen würde ich auch mit Martin gehen. Ja, meine Entscheidung ist ja jetzt irrelevant, aber ja, wenn wir das Stechen bewerten, dann muss eigentlich Martin gewinnen, weil er die beiden Aktionen auch besser gewesen ist. Ich habe da zwar ein ungutes Gefühl bei dieser Entscheidung, aber es ist ja auch egal, was ich jetzt sage, weil Martin ist am Ende weiter, er hat es gut gemacht. Und ja, egal was jetzt ist, war, glaube ich, nicht dein Tag heute. Und ja. Ich habe bei Emre auch extrem Angst gerade, ehrlich jetzt. Ja klar, ich habe bei dir ungutes Gefühl. Ich auch. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er auf Langfeld, auf Großfeld ein schneller Spieler ist, so als Außenverteidiger. Also, ihr müsst auch ein bisschen wissen, so. Ich glaube, meine Stärken sind jetzt nicht so im 1 gegen 1. Ich bin eher ein einfacher Spieler. Ich bin ein Kämpfer, Außenverteidiger. Ich mache die Meter, ich schlage die Bälle rein. Ich bin für meinen offensiven Flügelspieler da. Und ich bin eher ein einfacher Spieler. Ich bin jetzt nicht der 4-5 Spieler austribbelt. Ich nehme den Ball, ich gehe Doppelpässe. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber klar, heute war es nicht gut. Sag ich ehrlich, Schüsse waren auch nicht gut. Kann es eigentlich besser. Deswegen glaube ich auch, dass ich zu Recht ausgeschieden bin. Korrekt, Bro. Und ja, aber ihr müsst halt wissen. Das heißt auf jeden Fall nicht, dass du nicht talentiert bist. Ich glaube, jeder hier ist auf jeden Fall talentiert so. Also ich habe Anfang November habe ich 70 Minuten gegen die Ukraine gespielt und 45 Minuten bin ich die zweite Halbzeit reingekommen gegen Serbien. Das kann ich sagen. Und mein Länderspieldebüt für die U21 habe ich vor 2 Jahren gemacht. Gegen Irland. Boah, da musst du schon verdammt gut gewesen sein, dass du so jung, ne? Ich habe auch U17 und U19 in der Nationalmannschaft gespielt. Und Vereinsfußball, wo zockst du da? Vereinsfußball spiele ich beim 1. FC Kaiserslautern in der U21. Dankeschön, Jungs. Nein, Jungs, macht euch keinen Kopf, wir liegen richtig, glaube ich. Er hat gesagt, Görkheim ist es. Wir vertrauen Eno. Ich fand meine Leistung eigentlich ganz gut, aber die Jury hat so entschieden und alles okay. Also mit meiner heutigen Leistung bin ich nicht so zufrieden. Ich weiß, dass ich es besser kann. Die Jury hat so entschieden. Jeder hat seine eigene Meinung, aber das hält mich jetzt nicht auf, auf meinem Weg weiterzumachen, Profi zu werden.
Freunde, bevor wir zur nächsten Challenge kommen, wollte uns Meadow noch ein bisschen zeigen, was er am Ball drauf hat. Gucken wir uns mal an. Ja, warte. Jetzt müssen wir in die nächste Challenge gehen. Da gehen wir in die Five-Shot-Challenge. Dave, Feuer frei. 5 Aktionen hintereinander weg. Macht er gut. Er macht 5 Bälle hintereinander. Weißt du, erst mit Dribbling? Boah, das macht er schön. Ja, der ist... Pass auf. Ich finde auch, den Ball danach abzuholen, ich brauche mehr Dynamik. So. Können wir das den Spielern sagen, dass sie ja, mehr Tempo machen sollen? Wenn du, Dave, ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Power wollen wir jetzt haben. Der ist kein Rechtsfuß, ne? Ja, der ist Linksfuß. Der ist Linksfuß. Also sein Linker war stark, ich habe seinen Linken krass in Erinnerung. Schön. Der ist gut, der Kicker, Bruder. Der ist gut, der Kicker, ja. Jetzt bin ich auf Touch gespannt. Ballannahme. Wie ist er nochmal? Dave, ne? Also schön in die Ecke, bisschen komisch geschossen, aber schön in die Ecke. Danke, Dave, ja. Görkem, 19 Jahre alt. Gerne, Türkei U21. Hast uns gerade gut gefallen. Tschüss. Zeig mal Dynamik jetzt. Jetzt mal ein Power was. Oh, schön, Bruder. Oh, der ist stark, Bruder. Den macht der Görkem, ich mag den. Der ist stark, Bruder. Er hat einen Baden geschickt. Bruder, er sieht maximal aus dem Fußball. Er spielt auch maximal wie einer. Weißt du, woran ich merke, dass er der Profi ist, Bruder? Weil der spielt die ganze Zeit mit seinen Schwanz, während er da hier steht. Diese Hand ist immer da, Bruder. Er muss gleich noch kurz so spucken. Nimm noch mal mit. Bruder, der ist stark. Bruder, sehr stark. Görkem. Danke, Görkem, ja? Görkem, sehr stark. Okay, gerne, Martin, hau rein. Der hätte fast einen Fußballer gespielt. War drin, ne? Ja. Stark. Guck mal, das ist eine schöne Power. Ja. Das ist eine schöne Power. Schön. Stark. Für den IV trotzdem. Sehr gut. Also den kaufe ich auf jeden Fall ab, dass er bei Stuttgart der Kicker. Das meine ich an den Folgen zuvor, diese IV-Ausrede. Er ist IV und bewegt sich trotzdem gut. Weißt du? Ist okay. Oder als IV diese Größe, diese Statur und dass er noch schnell ist. Er ist auf jeden Fall nicht langsam, glaube ich. Das ist sehr wichtig. Jetzt hat er dreimal den Boden voll mitgenommen, aber. Schön. Ja, aber stark, sehr, sehr schön. Stark. Schöner Ablauf. Stark. Danke, Martin, ja? Auf jeden Fall. Okay, Donat. Gerne. Hat auch so ein Profi-Aura, ne? So mit der Hose ein bisschen. 17 Jahre alt. Boah! Den Nagel der kompletten Knick. Ballbehandlung, Dynamik jetzt. Komm, ein bisschen mehr Dynamik, Bro. Ah, was? Schade. Die Idee habe ich verstanden. Ja, siehst du, der Kante. Ja. 1,90 locker groß. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auf Großfeld ein bisschen körperlich schwach ist. Aber der ist auch U17 Kosovo noch, ne? Weißt du, der kann ja noch. U17, der ist ja auch noch jung. Der ist noch jung. Das habe ich auch. Der kann noch. U17, ne? Also der ist 16 ungefähr? Der ist 17 Jahre alt. Er hat gesagt, er ist 17 geworden, vielleicht auch. Schön. Guck mal, das ist Touch. Oh, Bruder. Danke, Donat. Und Erion, der letzte. U17 Deutschland. Erion, gerne. Darmstadt ist nicht verkehrt. Darmstadt, ja, ist gut. Schön. Das wirkt so ein bisschen hektisch, weißt du? So. Mit Dynamik, ich meine mit Dynamik auch nicht, dass man hektisch wird. Man kann Dynamik ein bisschen dynamisch laufen und so schießen, aber das sieht mir zu hektisch aus. Ist es, 100%. Okay, links war in Ordnung. Oh, macht Schulterblick. Ja. Er macht Schulterblick. Ja, klar, hat der Bart. Bruder, hier hinter dir ist keiner. Kannst nach vorne gucken. Dann wäre das auch besser gewesen. Nee, Bro. Das ist mir zu viel Schein. Er wollte aufdrehen. Also. Zu verkrampft. Ja, das so erzwungen gerade. Ja, verkrampft. Ne? So, er ist erzwungen. Motiviert, okay, aber so dieser aber Sprint nach hinten. Also, zeigt trotzdem, dass er eine Grundausbildung hat. Er wollte aber auch zeigen. Ich weiß, er lächelt auch schon. Messi scannt immer. Permanent. Messi scannt immer? Messi skillt immer. Scannen. Scannt. Ja, aber er sagt Automatismen, hat er vorher gesagt. Ist automatisch bei ihm drin. Ja, normal, der arbeitet noch als Buchhalter und scannt immer die Unterlagen.
Okay, Jungs, hat Spaß gemacht. Five Shot Challenge macht mir immer besonders viel Spaß. Medo, fang du mal gerne an. Wer hat dir gut gefallen und wen willst du vielleicht rauswählen? Wer mir wieder sehr gut gefallen hat, ist, ich glaube, das wissen wir alle, ist Görkem. Aber wer mir auch sehr gut gefallen hat, ist Martin und Donat. Das habe ich mir so markiert. Die Schüsse waren sehr gut. Die Dynamik war sehr gut. Soll ich auch sagen, wer mir nicht so gut gefallen hat? Ja, genau, wir müssen auch einen rausnehmen. Martin mit seiner Statur auch beweglich, ne? Sozusagen. Ja, ich finde Martin als Innenverteidiger, was du, wie Diat schon gesagt hat, du bist trotzdem sehr beweglich, Bruder. Als Innenverteidiger beweglich zu sein, ist auf jeden Fall ist ein Vorteil so. Ich fand Erion, ich fand, du warst ein bisschen zu hektisch, Bro. So, weißt du? Bisschen zu. Wie bitte? Also, ich habe versucht, Dynamik reinzubringen, weil das von den vorherigen meiner Meinung nach gefehlt hat. Und ja, also die Platzierung von den Schüssen war nicht gut. Also, ich hätte mehr in die Ecken platzieren müssen. Aber ansonsten habe ich halt auf die Dynamik eher geachtet. Und ja. Sag, er hat versucht, Dynamik reinzubringen, ja, weil die anderen das nicht. Ja, Dynamik ist immer gut, aber ich meine, mit hektisch meine ich so. Ach so, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Bisschen. Overpace. Ja, so. Und ich fand auch die Annahme. Am Ende war jetzt auch nicht so cool. Ja, das ist so meine Meinung. Jetzt der Einzige, der mir so negativ aufgefallen ist, ist Erion. Das war mir auch alles zu hektisch und ein bisschen so aufgesetzt. Auch diese Schulterblicke links und rechts und so. Da war so mehr Show als Ernsthaftigkeit da. Und deswegen, ich würde auch erstmal so jetzt meine Meinung festhalten, dass ich bei Erion bleibe. Elf. Ja, also, ich wollte. Gerne. Also, weil er eben gesagt hat, die Schulterblicke ist für Show und so weiter. Also, in meinen Augen ist Schulterblick keine Show, sondern eher Automatismen, die man entwickelt. Wenn man oft im Spiel Schulterblicke macht, entwickelt man diese Automatismen. Und also, es war von mir aus gesehen auf jeden Fall keine Show. Ja, also, es ist so eine Angewohnheit geworden bei dir. Ja. Weil also, ich wollte sagen, hier braucht man ja keinen Schulterblick. Ich mache ja Schulterblick nur. Nicht, weil es heißt, ich mache einen Schulterblick, weil ich wirklich dann sehen möchte, ob jemand hinter mir ist. Aber hier weiß man ja, keiner ist hinter dir, also man braucht das ja eigentlich nicht zu machen. So. Weißt du, wenn man 100, du hast 100% recht. Bruder, weißt du, was die Sache ist noch? DFB U17, Bruder, die sind schon Maschine, Bruder. Boah, da sind Namen, da gibt es viele, Max Mörstedt und die haben Profiverträge bei den bei Hoffenheim, ja, und Co. Weißt Bruder, du, da gibt es viele Namen. Wer noch? Yacin Kaya bei HSV. Die haben Herren Profiverträge schon. Ich sag ja, ich glaube schon, dass du beim NLZ ausgebildet worden bist, weil ich dir die Nummer glaube, dass das ein Automatismus ist. Das glaube ich schon, aber Medo hat 100% recht. Hier brauchst du es nicht. Ist die Wahrheit. Hinter dir ist ja nichts, hinter dir ist die Jury. Da muss man auch professionell genug sein, um das abzuschalten, weißt du? Vielleicht für den Moment, aber okay, er hat es gemacht. Er wollte uns gleich auch zeigen, er ist beim NLZ. Das glaube ich dir. Ich persönlich glaube aber nicht, dass du bei Deutschland U17 spielst, weil das sehr hochgegriffen ist. NLZ kann sein, dass du, keine Ahnung, jetzt ich sag mal Hoffenheim U17, das wäre schon zu, Wiesbaden U17, sag mal schnell ein paar U17-Vereine, vielleicht sogar Mainz oder so, ja, U17. Ja, Darmstadt vielleicht. Was spielt der denn jetzt in NLZ? Welche Mannschaft zockst du denn? Wir in Wiesbaden. Und ich muss noch dazu sagen, also ich war jetzt bei der U17 von Deutschland, dort habe ich keinen festen Platz, also ich war zwar beim Vierländer-Turnier dabei, aber eher bin ich jetzt für die albanische U17 als Mannschaft geplant. Das ist mir zu viel Remix, Bro. Albanische Nationalmannschaft, ja, U17. Geplant oder spielst du da? Also ich war bei den letzten zwei Lehrgängen jetzt dabei und jetzt finden die weiteren, also die EM-Quali-Spiele waren vorbei, aber die U19 EM-Quali geht weiter. Aber jetzt aktuell bist du noch bei der deutschen Nationalmannschaft U17. Und darum geht's ja. Also bei den Lehrgängen dabei. Du hast ja, hättest du Deutschland U17, hättest du Albanien U17 gesagt, wäre es eine andere Grundsituation gewesen. Ich habe bei NLZ, das, ich glaube dir sogar mit Wien Wiesbaden, das glaube ich bist dir. Bist du bei den Lehrgängen dabei oder bist du in der Mannschaft? Spielst du da oder bei den Lehrgängen machst du mit? Ja, also ich wurde bin schon übernommen quasi? Ja. Oder? Also ist es so, bei den Nationalmannschaften ist es immer so, dass man sich von Lehrgang zu Lehrgang beweisen muss und dann zu dem Lehrgang immer Spiele stattfinden. Und also beim letzten Lehrgang war ich sehr gut, auch in den Spielen. Deshalb bin ich auch für den nächsten Lehrgang geplant. Ja gut, aber dann ist ja kein U17 National. Doch, also ich habe gespielt sozusagen. Also bei den offiziellen Spielen. Also bist du bei den offiziellen Spielen? Ja, also guck mal, bei den Lehrgängen war ich auch. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich in der Nationalmannschaft gespielt habe.
deutsche Nationalmannschaft gespielt habe. Ich war bei den Lehrgängen dabei auch 3-4 Mal. Am Ende hat es dann anscheinend nicht gereicht. Das heißt aber nicht, dass ich bei der Nationalmannschaft gespielt habe. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich habe offiziell 2 Spiele gemacht, auf jeden Fall. Hast du offizielle Spiele gemacht? Ja. Beim Vierländerturnier. Beim Vierländerturnier. Dann geht durch. Entscheidung ist aber, glaube ich, jetzt klar. Ne? Ich glaube, Erion. So, du hast uns gesagt, deutsche Nationalmannschaft. Glaube ich jetzt nicht, egal Lehrgänge, Testspiele, Länderspiele, U17, EM, WM, was auch immer. Ich glaube, das gilt es einfach zu bewerten und so. Das ist die Entscheidung. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr viel zu diskutieren. Aber Wien-Wiesbaden kaufe ich dir schon ab. Ist auch jetzt nicht so. Ne, das glaube ich. Wien-Wiesbaden, U17. Ja, Wien-Wiesbaden, keine Frage. Wien-Wiesbaden ist jetzt für mich auch nicht so unbedingt NLZ. Das ist nicht top, das ist nicht top NLZ. Der spielt maximal Gruppenliga. Nochmal? Der spielt maximal Gruppenliga. Bruder, du hast ja komplett Vogel abgeschossen. Wir sehen später die Auflösung. Nein, der spielt schon NLZ, Bruder. Das, NLZ macht er, aber wie Meadow gesagt hat. Der sagt, der spielt mal ab. Der spielt maximal Gruppenliga. Guck, wir sehen später die Auflösung. Wir holen den türkischen Rüster. Ich sage, er ist NLZ-Spieler, aber kein U17 Deutschland. Das glaube ich nicht. Aber danke, Erion, ja? Ich bin gespannt. Danke fürs Mitmachen. Ich akzeptiere das Feedback der Jury. Jedoch konnte ich nicht all meine Qualitäten auf den Platz bringen. Danke für die Einleitung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. So, Freunde, wir gehen jetzt nochmal in die Duelle rein. Freue ich mich extrem drauf. Das ist mal das Schönste. Wir haben jetzt noch mit dabei Dave Görkem, den Martin und den Donat. Ich würde sagen, ja, lass mal Görkem mit Martin zusammenspielen und Dave mit Donat, bitte, ja? Viel Spaß dabei. Dann gerne, mein Freund. Donat. Da siehst du ihn am meisten immer. Oh, ey, Wallah. Ey, stark, so Bruder. Krass, Bruder. Ich sehe doch seine Optik, Bruder. Das war mein erster Satz, wo ich mich hingesetzt habe. Er hat eine super Bewegung drauf, ne? Der ist krass, Wallah. Boah, ich hab jetzt ein bisschen Sorge, dass die zwei nach diesem Video heute vielleicht Spielerberater werden. Das könnte passieren. Martin, ich will den in der Verteidigung gleich sehen, aber gib den Ball ab. Genau, er will lieber. Lass mal Görkem machen. Schön. Wirklich gut. Und der bietet sich auch mal gut an. Oder was? Das ist Laufweg. Aber sehr, sehr schön. Beide. Sehr schön. Kleine Tor ist eklig. Amos doch. Alle. Einer verteidige einer so ein bisschen. Aber Bewegung ist top. Er ist der Nächste, den ich rauswähle. Weil er gut gemacht hat. Er ist der Nächste, den ich rauswähle, Bruder. Das ist keine Professionalität, Bruder. Bruder, halt dich. Enno, nochmal zu. Oh, Junge. Tschüss. Bruder, ich schicke ihn komplett ins Kino. Warte, bevor ich dazu jetzt. Bitte ein Bein ihn nur noch. Tschüss. Ey, der, wie hätte der Dings jetzt gesagt? Der hat den nach Hause geschickt, ne? Der hat den Baden geschickt. Der hat ihn nach Hause geschickt. Der hat Losern nach Hause geschickt. Ja, was soll passieren bei einer Prellung? Er kann jetzt nur noch mal mehr wehtun, aber jetzt nicht, dass es sich bricht oder so. Was ich bei Görkem mag, er spielt auch einfach. Er macht nicht nur Faxen, sondern er macht auch einfache Bälle. Er macht das nur, wenn es sein muss. Genau. Er macht das nicht, um Show zu machen. Bruder, der Junge ist so krass. Schön, also ist an sich auch. Ey, Bruder, ich will den so gerne zuschauen, so auf Großfeld, wie er die Bälle verteilt. Geiler Fußballer. Was für ein Techniker wäre. Hat er gesagt, wo er spielt? Also normale Mannschaft. Fragen wir gleich mal, das interessiert mich auch mal. Ich würde es unbedingt wissen. Guter Touch, gut. Richtig schön. Ey, er ist auch schneller. Bruder, er ist so ein geiler Zocker. Schön. Das war nicht geplant, aber schön. Gute Spielintelligenz. Ja. Guck mal, er läuft. Komm, weiter. Aktion ist noch heiß. Guck mal, sein Laufweg auf. Ja. Gut. Hat er gut verteidigt. Weißt du, was ich mir bei ihm nur vorstellen kann? Guck mal, so ein Auge habe ich jetzt. Guck mal, seine Schnelligkeit hat mir auch krass gefallen, weil ich dachte, er ist nicht so schnell. Sein Antritt war krass, aber ich kann mir bei ihm vorstellen, dass sein Ausdauer vielleicht ein bisschen schwächer ist. Der ist auch manchmal gerne, glaube ich, auch in Shisha-Bar. Slowakei Herren Nationalspieler, Bruder. Der muss sich jetzt so vorstellen. Boah, schön, Kamera gerettet, smooth, Bruder. Der muss jetzt Ronaldo verteidigen. Bruder, das sah nicht nach Ronaldo verteidigen aus. Ja. Kev, kannst du dir so vorstellen, dass einer. Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt ist vorbei. Der muss genau, der sagt, der Herren Nationalspieler, der muss jetzt solche Kaliber Neymar und Co. verteidigen. Er darf kein einziges Mal vorbeikommen. Eine Aktion noch? Nee, bis 20. Hm? Also 1920. Boah, der war richtig gut. Der war richtig gut. Ja. Den einfach mal kurz Bahn geschickt. Ja, ich sag dir ehrlich, ich finde Dave stark. Mach doch bitte eine Aktion, ja, aber kurz durchatmen. Kriegssinn, große Feld, dann wird es drauf ankommen. Der braucht gute Warten. Weißt du, ich mag diese Gradlinigkeit. Keine zu viele Faxen. Danke, Jungs, ja? Dave, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen. Du bist 17? Ich bin 17 geworden, ja. Und du bist also quasi 16 gewesen, jetzt 17 geworden? Ja, im Januar bin ich 17 geworden. Und spielst U20 Ghana jetzt schon? Ja, also meine Mitspieler,
Ja. Sind auch alle um den Dreh so 17, 18. Ja. Und so die Spieler, die so 19, 20 sind, sind jetzt in der U23 von uns. Also okay. Wir haben, weil Ghana hat keine U19 und keine U17. Und die, ist das okay? Es kann sein. Weißt du aber nicht 100%? Es kann sein. Es gibt Länder, die haben sogar. Also die haben auch kein Afrika Cup mitgespielt, also Afrika Cup of Nations, diese Jugend, haben nicht mitgespielt. Und ja, es gibt bei uns dann nur Youth African Cup of Nations. Ja. Also das heißt U20 und U23 hat ein eigenes Turnier. Also ist so verschieden. Und eigentlich so, wir spielen so gegen Mali U19 und so. Also auch so Mannschaften, die auch so U18 und U19 haben. Also wir sind keine reguläre U17 oder U19. Ja. Weil ich weiß nicht wieso. Woher aus Ghana kommst du genau? Mein Vater kommt aus Accra, meine Mutter aus Kumasi. Entesse. Moja, Nansei. Okay, mal ein kurzer Test. Also ganz kurz, Bro, spielt ihr gegen auch andere Mann, also spielt ihr gegen U20-Spieler oder gegen U17? Nein. Wir spielen so, also meine Mitspieler sind ja auch 17, 18, das ja, heißt, deswegen, wir spielen also so gegen U19. Somali. Ich dachte jetzt, weil da steht, weil du gesagt hast, du bist 17 und hier steht U20, dachte ich mir halt, weil der vielleicht zu gut ist, so spielt er mit den Älteren. Aber sag er, die gibt's? Meinst du, ja, deswegen. Okay. Okay. Görkem, noch ganz kurze Frage an dich. Ich glaube, dass du ein Wahnsinnsfußballer bist, haben wir gerade gesehen. Mannschaftsfußball, wo spielst du da? Kaiserslautern, in der U21. Kaiserslautern? Ja, ja. Könnte schon sein. Ach, spielst du dann nicht mit? Wer war nochmal bei Kaiserslautern? Wer war denn noch bei Kaiserslautern? Emre. Spielt in einer Mannschaft? Ja, ja. Wir sind zusammengekommen. Ja? Ja. Er ist 100%. Ja, okay, spannend. Der kann ja sein, aber kann sein, dass einer von denen nicht in der Nationalmannschaft ja. ist. Okay. Einer sagt lieber. Okay. Oh, das triggert mich gerade mit Lautern. Aber ich weiß, dass Kaiserslautern starke Jugendspiele hat. Die haben eine starke haben Jugend die aber schon immer eigentlich gehabt, oder? Haben die. Ne? Aber ist doch so, oder nicht? U21 Lautern, ob das jetzt für U21 Türkei reicht, ist schon krass. Ist ganz, ganz schwer. Weil wir reden davon U21 Türkei, da hast du wahrscheinlich auch Topspieler von der U19 von Gala, Fener. Ja, oder vielleicht schon zweite Mannschaft von den Clubs, ne? Weil die alle schon 18, 19 sind. Ich glaube, wir haben mich in der ersten rausgewählt. Aber schwer. Wir bleiben bei Fußball. Ja, der Grüße bleibt mir nicht. Wen willst du rauswählen in die Runde? Ich habe einen klaren Favorit. Ja, dann hau raus, wenn du einen klaren Favorit hast. Ich hätte nach den Eindrücken ja, von den vier, die da waren, glaube ich einfach, dass Donat in der Runde am schwächsten war. Auch ein bisschen von der Körpersprache, ein bisschen da die Überzeugung, dieses Feuer gefehlt. Ja, Görkem hatte schon viel Feuer in sich. Klar, ne, man muss jetzt auch bewerten, die Jungs, die noch da sind. Martin, Slowakei, A-Nationalmannschaft. Görkem, Türkei U21. Dave, Ghana U20. Ja, das ist natürlich auch jetzt Niveau. Deswegen glaube ich aber, dass in der Runde Donat derjenige ist, der sportlich am schwächsten war. Ja, wenn ich jetzt die Leistung bewerte, dann war für mich Doni auch am schwächsten in dieser Runde. Ich fange jetzt aber auch an zu wackeln, weil ich glaube, wir haben diesen Luxemburg-Spieler rausgewählt als erstes. Das kommt mir immer realistischer vor, aber der hat tote Schüsse gehabt am Anfang. Ja, ich gehe auch mit Doni diese Runde. Ja, Doni, Bro, ich muss leider auch mit dir gehen. Als Sechser oder Zehner, du bist ja Zentral-Mittelfeldspieler, war es für die offensiven Aktionen war es irgendwie doch zu schwach. Wobei ich am Anfang gedacht habe, dass du bist bestimmt ein Techniker. Man merkt das schon, aber als Linksfuß, deswegen wollte ich auch, dass du auf der rechten Seite anfängst, so, weil ich kenne das Gefühl, ich würde auch gerne immer, habe auch immer gerne nach so innen gezogen und draufgehauen und so. Aber es war mir irgendwie ein bisschen zu wenig, Bro. Die Dynamik hat gefehlt, hast nicht Tempo aufgenommen. So hast zu viel gewackelt irgendwie, deswegen war es nicht ausreichend, deswegen würde ich mit dir gehen. Ich hatte einen anderen Mann auf dem Zettel, sage ich ehrlich. Ja? Ja, ich hätte Doni drin gelassen, weil er muss auch gegen 2, 3, 5 Jahre ältere Jungs spielen zum Teil. Ich hätte den Mann aus der Slowakei rausgewählt, weil einfach, weil du hast es ordentlich gemacht, war nicht schlecht, also du warst gut, aber ich muss mir ja vorstellen, dass du jetzt zum Beispiel ready wärst, Mbappé, die ganz großen Spieler zu verteidigen. Und da sage ich, da sehe ich dich nicht. Ich glaube schon, dass du so zum Beispiel Herren-Regionalliga super Niveau spielen kannst. Ne? Aber für Slowakei, Herren-Nationalspieler, das man nicht. Es geht ja auch darum, wie weit ist das glaubwürdig. Hätte ich dich aber eher rausgewählt.
Meine Meinung ist jetzt nicht mehr relevant. Ich finde, weil er ja gesagt hat, hat. Wie viele Spiele hast du gemacht? Nein, ich bin nur im Kader. Hast du noch gar keine Spiele gemacht? Okay, aber dann muss ja trotzdem ready sein, verstehst du? Auch okay, wenn einer verletzt ist, müsste er ready sein. Und das glaube ich nicht. Ich gebe mal einen Call ab. Ne? Ich sage, von 5 Spielen, wo Deutschland Herren-Nationalmannschaft gegen Slowakei Herren-Nationalmannschaft spielt, gewinnt Deutschland nicht 5-mal. Sage ich so. Da wird ein Spiel von 5 Spielen dabei sein, wo es vielleicht unentschieden ausgeht oder sonst was. Weil Slowakei kann auch eklig spielen, kann unangenehm werden. Und das sage ich ja. Und ich muss mir vorstellen. Aber Deutschland ist auch gerade schlecht. Ja, weiß ich nicht. Halt. Wirst du bei der EM sehen. Ich glaube, die haben jetzt richtig geile Kicker. Auch mein Call. Jetzt habt ihr schon gehört. Falls das Video vor der EM öffentlich kommt, sage ich, dass Deutschland bei der EM mindestens ins Viertelfinale kommt. Sage ich. Aber Türkei auch. Ich glaube, Türkei auch. Vielleicht kann ich noch eure Meinung ändern. Ich habe U15 alle Lehrgänge bei der deutschen Nationalmannschaft mitgemacht. Bin dann, sage ich mal, so aussortiert worden. Der Trainer wollte mich nicht mehr haben. Bin dann zu 16 Kosovo. Wir hatten ein 4-Nationen-Turnier mit Bulgarien, Gibraltar und Nordmazedonien. Hab alle 3 Spiele gespielt. Und jetzt hatten wir EM-Qualifikation. Aber da war ich krank und hatte meine Mandelentzündung. Und deswegen jetzt im März wieder neue Lehrgänge und da bin ich wieder dabei. Ändert das eure Meinung jetzt, ist die Frage. Ihr guckt mich alle an? Nein, meine nicht. Meru, Enno, Kev? Nee, in dem Fall nicht. Ich bin voll bei deinem Argument, dass das schwer abzunehmen ist mit Slowakei, A-Nationalmannschaft, aber ja. Wir müssen ja die heutige Performance eigentlich so bewerten. Heute, nur das, also das, was heute hier abgeliefert wird, müssen wir ja bewerten und dann müssen wir uns vorstellen, ob das realistisch ist, dass die da spielen, wo die sind. Und ich deswegen macht das für mich keinen. Bei dir bin ich, könnte auch sein, ich bin mir bei dir auch nicht sicher, aber meine Jury-Kollegen haben so entschieden. Dann hat es heute nicht sein sollen. Aber Erion, mein Freund, Donat, Doni, vielen Dank fürs Mitmachmaschine, ja? Danke, Bro. Ich akzeptiere die Meinung und ich weiß, ich kann es viel besser. Aber man muss halt akzeptieren, was gesagt kriegt. Freunde, wir haben jetzt das Halbfinale, einmal mit Dave, Görkem und Martin. Wir gehen jetzt in den Dribbling-Parcours mit Abschluss und darauf freue ich mich auch extrem. Deshalb viel Spaß dabei. Gerne. Dave. Komm dynamischer, wir wollen was Dynamisches sehen. Genau, das, was du kannst, glaube ich auch. Gut, Dave. Ja, das sieht gut aus. Komm, einen hast du noch, Bro. Schön mit beiden Füßen dribbeln, aber jetzt dynamisch. Komm, wir wollen was sehen. Komm mal, richtig dynamisch. Dave ist gut, Bruder, ja. Also Dave hat mir bis jetzt... Der spielt Freitoner Wiesbaden bis jetzt? So. Okay, Görkem, wenn du ready bist, gerne. Okay. Schritte, kurz, so eng, eng. Guck mal. Weißt du, was ich meine? Nach was soll ich denn jetzt bewerten? Ich brauche nicht noch einen. Safe. Dieses Kaiserslautern U21 hat mich nur getriggert. Das hat mich auch ein bisschen getriggert, ja, das ist schon ein bisschen. Aber du glaubst, wenn Kaiserslautern irgendein Türke, Bruder, der irgendeinen Kontakt hat, den zur Nationalmannschaft. Oder kann mit rechts und mit links. Ja, genau. Muss er nicht. Aber er will damit sagen. Jetzt, aber der letzte Kontakt war auch minimal schlecht, dass er den mit links schießen musste dann. Ja, da war ganz kleiner, schwacher Kontakt dabei. Aber Martin, gerne. Jetzt bin ich als Innenverteidiger gespannt. Ich finde ihn für einen Innenverteidiger richtig gut. Ich sag dir ehrlich, finde ich gerade besser als Dave. Ja. Die Dynamik, diese. Martin, einmal richtig dynamisch, okay, mit Power. Versuch mal reinzugehen. Mal gucken, wie ein Innenverteidiger das. Die anderen Innenverteidiger, die hier hinkommen, mal sehen, wie ein Innenverteidiger auch dribbeln kann. Gut. Ein bisschen steif. Ich kann mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen, Bruder, dass er 5 Millionen Marktwert, Bruder, fängt an A-Mannschaft. Also der muss mindestens 5 Millionen Marktwert jetzt haben. Ich hoffe gerade, Bruder, ein Huni Max, Bruder. Weil ich gar keinen Cent mehr ausspiele. Bruder, warte mal ganz kurz. Ich gebe dir kein Essen aus. Einen Moment, Bruder. Stimmt es mit 5 Millionen Marktwert, müsste man mindestens haben? Ja, also ungefähr so A-Mannschaft. Wenn du Bundesliga spielst, ich würde A-Mannschaft haben, geht schon in die Richtung. Was willst du denn? Ich würde dir nicht mal Essen ausgeben, ich hoffe, Koran. Los, Allah, Willen. Ich mach Spaß, Bruder, der ist sehr gut, Bruder. Aber das ist halt zu hoch gegriffen. So zu hoch gegriffen, ja. Lass uns eine Entscheidung treffen. Alle haben angefangen, ich fange einmal mal an. Görkem, Kaiserslautern triggert mich noch ein bisschen. Deshalb, aber ich muss dich rein fußballerisch unbedingt weiterlassen. Also das, was du ablieferst heute, Weltklasse, wirklich richtig, richtig gut. Dave, solide, gut,
also man, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du ein linker Außenverteidiger bist. Ne? Für dein Alter dann, auch wenn du 17 geworden bist, sehr, sehr gut, sehr weit. Slowakei, für einen Innenverteidiger auch ein bisschen steif, aber trotzdem noch sehr, sehr beweglich. Also ich habe andere Innenverteidiger gesehen, die haben sich deutlich schwerer getan. Sehr, sehr gute Ballführung für einen Innenverteidiger. Aber ich schätze dich für Herren, also wie Kev es gerade kurz gesagt hat, du müsstest quasi ready sein, auch Bundesliga zu spielen. Und da sehe ich dich noch nicht. Das ist das einzige Ding. Ich schätze dich Herren Regionalliga so in dem Niveau ein. Die Frage ist, würde Slowakei, auch ein Land mit sehr, sehr guten Fußballern, ne? Weißt du, was ich meine? Da spielen Top-Fußballer. Und da frage ich mich, ob du da wirklich, ob die wirklich einen Spieler von der Regionalliga in Deutschland nehmen würden. Weißt du, was ich meine? Wie viele Jahre hat Hamšík, oder ist er vielleicht aktuell noch? Über 10 Jahre, der ist nicht mehr da. So, der hat bei Napoli zerrissen. Der bei Trabzonspor auch. Bei Trabzonspor hat doch zerrissen. Guck mal. Ich bin vierter Innenverteidiger. Nochmal? Ich bin vierter Innenverteidiger. Viertel Innenverteidiger? Vierter. Achso, vierter Innenverteidiger. Wir hatten damals im Trainingslager ein Testspiel gegen Slovan Bratislava. Das ist die Hauptstadt von Slowakei. Und seitdem wurde ich auffällig. Und dann im Oktober wurde ich übernommen, aber wie gesagt, kein Spiel gemacht. Und die haben mir selber gesagt, ich muss wieder reinarbeiten, aber ich gebe mein Bestes. Ich glaube dir das nicht, deshalb würde ich dich rauswählen. Bruder, es ist irgendwie gerade schwer. Also du hast schon recht, so, der müsste jetzt fit genug sein, zum Beispiel für die Bundesliga, so, aber er ist vierter Innenverteidiger. Das heißt, er spielt vielleicht wirklich Slowakei Nationalmannschaft und vielleicht ist er jetzt gerade aktuell noch nicht ready, so direkt Stamm zu spielen, aber keine Ahnung, Bruder. Ich bin gerade auf jeden Fall zwischen Dave und Martin, bin ich mir ein bisschen unsicher. Deswegen würde ich erstmal abwarten, wenn es geht, und würde nochmal die Meinung von Enno. Bro, ich sag dir ehrlich, Slowakei ist zwar hochgegriffen, aber er hat teilweise heute Situationen abgeliefert, vor allem bei der zweiten Challenge war das, wo er sehr, sehr gut aussah, weißt du? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein, zwei Spiele gab, wo er wirklich sehr gut abgeliefert hat, wo die ihn dazugeholt haben, aber er noch nicht die Chance hatte. Und Kicker Stuttgart passt auch für mich von der Leistung her. Deswegen würde ich eher Martin für die Finale da lassen und den Dave rauswählen, weil mir da auch einfach allgemein, da fehlt mir irgendwas noch, Bruder. Ja, ich würde jetzt auch Enno nicht ganz Unrecht geben. Von der Leistung her, glaube ich, wäre es hart, Martin rauszuwählen, wenn man vergleicht, was alle drei jetzt abgeliefert haben. Ich sage allgemein, dass ich sehr, sehr schwer glauben kann, dass ein Spieler aus der Regionalliga, weil Stuttgarter Kickers kaufe ich ihm voll ab, das spielt er 100%. Ja, liebe Grüße auch an Luigi Campagna. Aber dass er dadurch dann A-Nationalspieler von Slowakei ist, das glaube ich nicht. Deswegen würde ich sagen, dass im Finale aus meiner Sicht Dave gegen Gölkem. Stuttgarter Kickers, ganz kurz, ist Tabellenführer, ne? Nochmal? Stuttgarter Kickers ist gerade Tabellenführer Regionalliga Südwest, ja, ne? Ja. Vor Hoffenheim 2. Ja. Okay. Ganz kurz, also ich entscheide gerade das, ja, ne? Ja, du entscheidest. Um ehrlich zu sein, wirklich hat mir Martin seine Leistung heute im Allgemeinen, jetzt so alle Übungen, wenn ich alle Übungen bewerte, hat mir Martin schon sogar deutlich mehr gefallen. Also würdest du Dave rausnehmen? Deswegen würde ich Dave rausholen. Dann heißt wieder Gleichstand. Ihr dürft jeweils einmal schnell offensiv, einmal defensiv, ja? Komm, mach mal eine schnelle Aktion. Hättest du einfach die nach Hause geschickt, Mann. Tschüss. Okay. Reicht. Okay. Danke, Martin. Okay, das ist jetzt, wenn er jetzt die Aktion nicht kriegen würde, wäre es. Oder das ist ein absolutes Kino-Spora. Ich bin auf jeden Fall, ich will, dass Martin bleibt. Martin soll bleiben. Ja, ich glaube, Finale ist recht eindeutig. Was Martin da gerade gezaubert hat, war unglaublich für mich. Martin, ich habe dir wieder Unrecht getan, mein Freund. Was du gerade gezeigt hast, unglaublich. Für einen Innenverteidiger, Finale. Ja, auf jeden Fall auch. Ich bleib bei Martin. Ja, ich bleib auch bei meiner Entscheidung. Okay. Meine Entscheidung ist egal. Danke, Dave, fürs Mitmachmaschine. Danke. Ja, also ich muss akzeptieren, was die Jury jetzt gesagt hat. Also ich bin jetzt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ich weiß, ich kann es definitiv besser. Aber ja, genau, das hält mich nicht drauf. Kev hat es gerade schon gesagt, Finale Gölkem gegen Martin. Das wird ein geiles Finale. Viel Spaß im 1-gegen-1-Duell. Ja, deswegen hätten wir direkt eigentlich da. Und so ein harter Ball war das, Mann. Das war wirklich ein Spiel.
Macht er auch gut. Stark. Krass, Mann. Oh, das ist krass. Bruder, das ist so krass. Bruder, dieser Ball war schwer hart, der war hart. Ich sag, wie er den Ball annimmt, wie er den Ball annimmt. Für so einen Ball, so eine Annahme war sehr gut. Das wird Fans sehen. Genau. Oh, der liebt das aber nochmal. Das hat er aber schnell gemacht. Kurz nur gebremst und dann direkt mit links. Das macht er aber den ganzen Tag schon, ne? Ja, aber zieht, Bruder. Ja, hat immer geklappt. Auf große Tor haut er den auch rein. Verteidigt durch. Martin macht das aber auch gut. Packen. Görkem verteidigt besser als Martin gerade. Ich schwöre. Ja. Ich schwöre, Görkem verteidigt gerade besser als Martin. Letzte Aktion. Ja, der macht es auch offensiv nicht schlecht, der Junge. Er spielt auf jeden Fall Regionalliga, das sieht man. Ja, der spielt Kickers. Wir haben genug. Dankeschön. Freunde, heute ein paar neue FitCan-Produkte, die euch als Fußballer, Sportler mit Sicherheit interessieren werden. Hier einmal das Bienenbrot. Bienenbrot ist sehr proteinreich. Das heißt, wenn ihr nicht unbedingt auf Fitness-Shaker zugreifen wollt und eine richtige Proteinquelle haben wollt, ist Bienenbrot das 100% richtige Mittel. Das sind alles 100% natürliche Nahrungsergänzungsmittel, Freunde. Ashwagandha in Kapselform brauche ich euch, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Ashwagandha kennen viele von euch mit Sicherheit, wurde extrem viel in den letzten Wochen und Monaten drüber gesprochen. Wenn ihr morgens aufsteht, ein bisschen träge seid, eine Ashwagandha-Kapsel zu euch nehmen, ihr fühlt euch sofort vitaler, fitter und auch zum Einschlafen nachher wirklich ein super Nahrungsergänzungsmittel. Shilajit habt ihr mit Sicherheit in einer anderen Form kennengelernt. Jetzt gibt es Shilajit auch von FitCan in Kapselform. Wie gesagt, damit seid ihr einfach fokussierter, auch konzentrierter. Auch super wichtig für Fußballer, um natürlich voll im Fokus zu sein. Ich habe für euch ein wunderbares Bundle geklärt. Das Find the Pro Bundle, Freunde. Ihr kriegt alle drei Produkte gemeinsam 50% reduziert. Ich blende euch den Code nochmal ein, FTP50. Der Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. So, Freunde, müssen jetzt entscheiden, wer der Nationalspieler ist heute. So, der beste Fußballer, was er heute auch auf den Platz gelegt hat, ist für mich Görkem. Und deshalb ist für mich mein Nationalspieler U21 Türkei Görkem. Ich finde auch, es ist Görkem. Ich fand deine Leistung heute übertrieben stark. Du bist ein krasser Techniker, du hast mir übertrieben gefallen. Deswegen denke ich auch, dass es Görkem ist, dass du bei der Nationalmannschaft U21 Türkei spielst. Oder vom Optischen her, der erste Satz, was ich gesagt habe heute, als ich hier reinkam, ist, dass du der Nationalspieler bist. Du bist auf jeden Fall der beste Kicker hier, aber für mich der Nationalspieler ist Martin. So, okay, ich gehe mit Ehrlich? Martin. Krass. Ja, also ich glaube, ja, vielleicht ist das jetzt hart, das zu sagen, aber ich glaube weder, dass Martin A-Nationalmannschaft Slowakei spielt, noch dass Görkem Türkei U21 spielt, aber wenn wir die Leistung der letzten Challenge bewerten, ist Görkem heute der Mann des Tages. Er ist ja, der deswegen, beste Kicker heute. Ja, ist auf jeden Fall der Mann des Tages. Bin mir 100% sicher, dass wir ganz am Anfang eine falsche Entscheidung getroffen haben, von hoch ins Regal greifen, von Niveau und allem. Aber Emre ist es. Ja, ich glaube, Emre ist es. Ja, ich habe das irgendwie im Gefühl, dass das einfach ein Fehler war, aber wir werden es gleich sehen. Ich lock jetzt für Finale Görkem ein. Sag, der kommt mir auch bekannt vor. Okay. Sag, ich hab den irgendwo Ding Instagram. Ich hab ekliges Gefühl. Okay, dann würde ich sagen, jetzt darf mal der Nationalspieler bitte nach vorne kommen. Der Moment ist da. Ach du meine Bruder, ich wusste das. Ich hab Nein, der flaxt. Der flaxt. Kein Bluff? Beide? Bruder, wir haben heute wieder... Ey Bruder, aber... Luxemburg U21. Ja. Kaiserslautern U21. Genau, ist richtig. Scheiße, bei dir stimmt alles. Ja, bei mir stimmt alles. Also, ich bin der luxemburgische Nationalspieler U21. In Luxemburg ist es so, dass ab der U13 der luxemburgische Verband sowie ein NLZ hat. Das bedeutet, dass du von der U13 bis zur U19 vier bis sechs Mal die Woche mit dem Verband trainierst und dann nur am Wochenende zu deinem Verein gehst. Das heißt dann Freitag Abschlusstraining Verein, Samstag Spiel. Und während der Woche hatten wir dann immer Leistungsvergleiche mit anderen NRZs in Deutschland, Belgien, Frankreich. Und so versucht der luxemburgische Verband halt die Spieler weiterzuentwickeln, weil das Niveau in Luxemburg halt nicht so hoch ist und die dann ins Ausland zu schicken oder ja, ins Ausland zu schicken oder dass sie in bessere Vereine kommen. Wo hast du vorher gespielt? Ich habe sechs Jahre in Luxemburg gespielt, angefangen, F91 Stüdelange. Dann habe ich 9 Jahre beim SV Eintracht Trier gespielt und jetzt, dann habe ich noch ein Jahr in der ersten Liga in Luxemburg gespielt. Bei Viktoria Rosport
Und jetzt mein zweites Jahr beim 1. FC Kaiserslautern in der U21. Ja, ich wusste, danke, Bro. Und sorry, Bro. Aber jetzt haben wir noch hier Donat. U17 Bosnien ist bei dir? Nee, Kosovo. 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 Sorry, sorry. Alles gut. Kosovo. Ja, alles hat gestimmt und ja, meine Leistung war jetzt nicht so gut. Bin ich auch selber nicht zufrieden damit, aber ja, was will man machen? Wo spielst du nochmal, Bro? Also welche Mannschaft? Eintracht Frankfurt. Ach, Eintracht spielst Frankfurt? Du hier yeah. Bist du Frankfurter? Ja. Yeah. Aber stark, Alter. Kosovo U17 und U17 Eintracht Frankfurt stark. Eintracht Frankfurt, schon immer starke Jugend. Ja, also, überragend. So. Ja, meine Leistung war jetzt nicht so gut, deswegen ja, kann trotzdem, ich eure Meinung verstehen. Das heute hängt ja nicht von deiner Karriere ab. Ja, wo du das hingehst. Sowieso, aber von daher, ihr müsst ja eh nur von heute bewerten, deswegen. Ja, deshalb, aber ist doch, ich gönne dir das vom Herzen, ist doch geil. Dankeschön, Dankeschön. Alle Chancen, bist groß gewachsen, hast, glaube ich, eine geile Fußballerstatur. Dankeschön, Dankeschön. Und ich glaube, deinen Weg werden wir in ein paar Jahren alle hoffentlich im Fernsehen mitverfolgen können, ja? Dankeschön. Danke. Danke, danke, Bro. So, danke, wir haben jetzt erstmal die Pros gehört, jetzt hören wir uns die anderen Spieler an. Ja, mein Name ist David. Ich spiele nicht für die U20 von Ghana, denn ich habe seit 1,5 Jahren spiele ich jetzt bei Mainz 05 und davor habe ich bei WM Wiesbaden 1,5 Jahre gespielt und davor nochmal bei Rot-Weiß Frankfurt und ich habe erst seit 3 Jahren spiele ich ein bisschen höher im Fußball und ja, das ist mein Geschichte. Also mein Name ist Görkem Koca. Ich spiele aktuell bei der U21 von Kaiserslautern und ich bin nicht der Nationalspieler, ich spiele nicht für die Türkei. Ich war damals im U16-Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft, aber es wurde dann halt abgebrochen wegen Corona. Und ja. Also bei mir war alles gelogen. Ich habe damals, bin außerdem 24 Jahre alt, habe damals in der Oberliga gespielt und habe mir dann das Kreuzband gerissen. Bin dann lange Zeit verletzt gewesen, habe mir dann nochmal das Kreuzband gerissen und spiele jetzt aktuell in der Landesliga in meinem Dorfverein. Genau. Mein Name ist Erion, ich spiele aktuell für die U17 von SVW in Wiesbaden, bin seit der U10 dort, hatte jedoch noch kein offizielles Spiel für Deutschland. Ich war zwar bei vielen Lehrgängen dabei, auch bei der albanischen Nationalmannschaft, jedoch konnte ich genau bei den wichtigen Länderspielen nicht teilnehmen aufgrund meiner Herzmuskelentzündung. Ich bin jetzt seit 2 Monaten wieder offiziell, hatte mein erstes Spiel und bin ready. Mein Name ist Irfan, ich spiele nicht für die bosnische Nationalmannschaft, ich spiele für die U21 von Kaiserslautern. Ich war damals in der U15 beim Lehrgang für die deutsche Nationalmannschaft dabei, aber spiele nicht für die bosnische Nationalmannschaft. Freunde, ich hoffe, an dieser Stelle hat euch das Video gefallen. Gerne alle Jurykollegen abchecken, werden eingeblendet und die Instagram-Kanäle sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.